Herzlich willkommen aus der Donau-Arena in Regensburg zum zweiten Pre-Playoff-Spiel zwischen den Eisbären Regensburg und dem EV Landshut. Mit mir im Studio wie immer Armin Wolf und der Torhüter der Eisbären, Jonas Leserer. Ja, und das ist heute etwas ganz Besonderes, dass Jonas Leserer hier bei uns ist, denn er steht tatsächlich am Spielberichtsbogen als dritter Goalie. Wenn jetzt beim Aufwärmen was passiert wäre, Jonas, dann käme der Ruf und du müsstest schnell in die Kabine. Ja, dann würde ich jetzt nicht hier stehen, dann wäre ich auf einmal weg und würde euch zwei in den Stich lassen. Dann hieße es ganz schnell umziehen. Jonas Leserer für die Regensburger Eishockey-Geschichte. Ein ganz besonderer Spieler. Mit 4,5 Jahren hat das Eishockeyspielen begonnen und er hat 32 Spielzeiten jetzt fast absolviert, also der dienstälteste Eisbär. Und Jonas, es wird vielleicht die letzte Spielzeit sein. Ja, wahrscheinlich wird es die letzte Spielzeit werden. Irgendwann ist einmal das Alter, das dann daherkommt, dann ist noch Familie und irgendwann müsst ihr auch mal den Jungen mal wieder eine Chance geben, dass die nachkommen können. Und jetzt ist soweit, CL2 noch genießen oder jetzt genossen und jetzt noch genießen die Pre-Playoffs und dann vielleicht auch die Playoffs, je nachdem wie es ausgeht, man weiß es ja nie. Und dann, ja, schauen wir mal. Die Pre-Playoffs gegen Landshut, natürlich ein Wunschtraum der Regensburger Fans und der Landshuter Fans, und dieser Traum ist in Erfüllung gegangen. Traumhaft war das Ergebnis am vergangenen Mittwoch aus Regensburger Sicht nicht. 1:5 verloren. Für alle, die das Spiel nicht gesehen haben, klingt das Schmach, Untergang, Katastrophe, war alles ganz anders. Ja, auf jeden Fall. Also das 1:5 spiegelt definitiv einen Spielverlauf wieder. Eigentlich war es ein 2:1 für Landshut. Wir haben dann alles riskiert, sind dann mit 2 Zenettoren bestraft worden, also bestraft in Anführungszeichen, weil passiert halt dann einfach mal bei der Qualität, was Landshut auf dem Eis hat. Das 5. Tor, das ist halt dann unglücklich, da war Willi aus dem Spiel, ist auf der Bande draußen, hat 2 nicht gefangen, kriegt dann wieder den Gegending, ist eigentlich schon wieder auf dem Weg nach draußen, war dann voll aus der Position. Passiert, mein Gott, für uns war es ein 2:1, ein irre knappes Spiel, ein mega geiles Spiel auch als Zuschauer. Ich bin auf der Bank gesessen, ich hatte Gänsehaut, weil es war Wahnsinn, jeder Quadratzentimeter war umkämpft. Es war ein absolut würdiges Eishockeyspiel in der Pre-Playoffs als Derby, also besseres Eishockey, glaube ich, konnten wir uns als Fans nicht wünschen. Ja, man sieht dann auch in so einer Pre-Playoff-Serie, ich glaube, die Special Teams dann gefragter denn je, wenn man mal auf das Spiel zurückschauen will, dass die ersten 3 Tore alle in einer Überzahl, ist das heute auch wieder der wichtige Faktor, sowohl beim Regensburger als auch beim Landshuter Spiel? Also ich glaube, der wichtigste Faktor heute ist erstmal die Defensivarbeit beider Teams. Und die Defensivarbeit, daraus hoffst du dann natürlich, dass Strafzeiten für Gegner resultieren, weil wenn du die Defensive gut stehst, die ein bisschen so in den Kopf reinkommen, dass sie einfach ein bisschen frustriert werden, weil nichts klappt, und dann vielleicht nach vorne ein paar Akzente setzen kann und dann Strafzeit provozieren. Ich glaube, das wird halt der Knackpunkt sein, welche Mannschaft sich leichter provozieren lässt, welche Mannschaft sich in einer wieder ausverkauften Donau-Arena, genau so war es in Landshut auch am Mittwoch, von der Stimmung ein bisschen mitreißen lässt, wer vielleicht ein bisschen leichtsinnig wird oder sonst irgendwie. Ich glaube, das sind dann die Knackpunkte. Das sind wirklich ganz, ganz kleine Kleinigkeiten, die das Spiel heute entscheiden werden. Ja, kurzer Einwurf, Jonas, du hast die Zuschauer angesprochen. Es ist tatsächlich so, die Eisbären Regensburg haben, was den Zuschauerschnitt anbelangt, den höchsten Zuspruch in der Regensburger Eishockey-Geschichte. Und die ist jetzt doch schon über 60 Jahre alt. Also eine unglaubliche Begeisterung im Moment rund ums Eishockey. Und ja, auch so eine Sache der Begeisterung. Heute beginnt schon der Vorverkauf für Dauerkarten. Und da geht es hauptsächlich um die Menschen, die bisher schon eine Dauerkarte haben. Also man will natürlich als Verein auch die Euphorie ein wenig ausnutzen. Ja, definitiv, das muss man auch machen, wenn man sieht, auch die Spiele gegen Landshut immer vor ausverkauftem Haus in der Region. Das Eishockey boomt wieder, Jonas, in der Kabine. Ich denke, die Spieler wissen sehr, dass das Spiel heute schon im Vorfeld ausverkauft war. Ich glaube, sie wollen natürlich nach so einer aus Regensburger Sicht sehr erfolgreichen Saison nochmal für die Zuschauer alles zeigen, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir wollten eigentlich noch mit den Landshut anfangen. Es hat halt einfach nicht geklappt. Da hat Eishockey-Gott kein gutes Händchen für uns gehabt am Mittwoch. Vielleicht ist heute anders, aber die Jungs, die sind heiß. Das hast du, wir sind am Montag hatten wir einen Tag noch frei zur Regeneration nach dem Sonntagsspiel in Krimmitschau, sind wir auch spät in der Nacht heimgekommen und Pieper Podrallal am Dienstag wirklich gut trainiert und wir haben eigentlich am Montagmittag schon mit der Vorbereitung angefangen auf die Pre-Playoffs und die sind heiß, die wollen die Jungs, die haben sich tierisch geärgert, die waren traurig in Anführungszeichen, weil du das Spiel verloren hast, wo du wirklich eine hervorragende Leistung gezeigt hast und heute kann sich das Blatt wenden. Keine Ahnung, wir werden es vielleicht um 10, Viertel nach 10, halb 11 wissen, wie es ausgegangen ist, aber Stand jetzt kann alles passieren, von einem klaren Sieg von einer der beiden Mannschaften bis hin zur dritten, vierten Overtime. Für mich ist heute alles drin, wirklich komplett alles. Theoretisch könnten wir bis morgen Abend spielen. Theoretisch, es gibt ja immer wieder 20 Minuten Verlängerung, kein Penalty-Schießen. Es geht immer weiter mit 5 gegen 5. Ja,
Jonas, wir blicken ganz kurz mal auf die Aufstellungen und da gibt es nicht viele Änderungen. Eigentlich gar keine. Beide Teams absolut identisch unterwegs zum Mittwoch. Hat sich auch gut gezeigt. Es funktioniert, es hat funktioniert. Keine einzige Reihenumstellung. Beide Coaches wirklich hervorragend eingestellt. Das wird heute genauso sein. Heiko Vogler und Max Kaltenhauser, die werden wieder alles getan haben, um die Jungs vorwärts zu kriegen. Ich weiß es ja, ich kann mir das nicht so viel erzählen. Und ja, es wird ein geiles Spiel werden heute. Abschließend, du hast gerade Heiko Vogler erwähnt. Er hat ja auf der Pressekonferenz gesagt, die Regensburger können eigentlich ohne Druck spielen. Ich weiß, vor so Playoff ist man natürlich immer angespannt. Nimmt man das in der Kabine wahr, dass die Eisbären-Spieler jetzt auch wissen, okay, sie haben das Ziel, das ausgegeben war, irgendwo erreicht und jetzt geht es eigentlich nur noch, sag ich mal, ja, nicht für den Fan, das wäre jetzt übertrieben, aber eigentlich nur für sich zu spielen, da der Druck ja definitiv bei Landshut liegt, da sie als Favorit in der Serie stehen. Ja gut, das kann man jetzt so und so sehen. Natürlich war das große Ziel der Klassenerhalt, aber es sind Playoffs. Und wenn du jetzt zum Eishockey-Spieler sagst, hey, wir spielen Playoffs, dann kippt deinem Kopf ein Schalter und alles, was davor war, wird vergessen. Und dann gibt es einfach nur eins und das ist Spiele gewinnen. Was anderes zählt in dem Fall nicht. Und das ist egal, ob du da als Zehnter oder als Erster in die Playoffs gehst. Das ist das Einzige, was zählt, weil was die Hauptrunde gezeigt hat, ist, dass jeder jeden schlagen kann. Kassel kann gegen Bayreuth verlieren. Jeder kann wirklich jeden schlagen. Und ich glaube, es war auch in der ganzen Liga so, dass keine Mannschaft viermal gegen die andere gewonnen hat, wenn mich nicht alles täuscht. Und das zeigt einfach mal, wie ausgeglichen auch die Liga sein kann. Das heißt auch, du kannst theoretisch auch als 10., 9., 8. oder 7. kannst du auch ins Finale kommen und gegen 5. oder 6. spielen und alle anderen rausschmeißen. Also Playoffs ist eine neue Jahreszeit und vergiss die Hauptrunde, das kann wirklich alles passieren. Dann wollen wir unsere Zuschauer jetzt in der Halle ja nicht nur mitnehmen, sondern auch die zu Hause, würde ich sagen. Gehen wir raus in die Arena, kurzer Werbespot und dann geht's weiter mit den Kommentatoren, mit Marco Rinner und Philipp Vogel. Wir sind zurück im Spray-TV-Studio. Das erste Drittel, Regensburg gegen Landshut vor ausverkaufter Halle. 4.712 Zuschauer sind live mit dabei. Ist vorüber, Landshut führt mit 2:1. Welch ein Drittel, welch ein Auftakt. Jonas Leserer ist wieder unser Analytiker. Ja, eiskalt erwischt, würde ich sagen. Individueller Fehler und dann Landshut eiskalt, macht nach 11 Sekunden den 1-0. Aber dann genauso ein individueller Fehler auf der anderen Seite. Hat Kraschen einfach prallen lassen, kann die Scheibe locker festhalten und Osterberg dann mit einem Nachschuss zum 1-1. Also hüben wir drüben individuelle Fehler, die das Spiel aktuell entscheiden. Und ja, deswegen steht es 2-1 und wir würden sagen, nicht einmal unverdient. Wir hätten Chancen gehabt, den Anschluss oder vielleicht sogar einen Siegtreffer zu erzielen. War nicht so, Kraschner überragend bis jetzt hinten, bis auf den einen Fehler, den er meines Erachtens halten muss. Da muss er festhalten, den kann er nicht prallen lassen. Und ja, geiles Spiel. Bemerkenswert, es gibt immer wieder Druckphasen einer Mannschaft. Dann ist wieder 1,5-2 Minuten Landshut am Drücker, dann dreht sich die Partie wieder, wir haben wieder die Chancen, dann geht es wieder auf die andere Seite. Ja, so muss es doch sein. Also es ist nicht langweilig. Genau, das ist Playoff-Hockey und genauso hatten wir es auch in Landshut, genauso würden wir theoretisch auch ein Spiel 3 haben, wenn es soweit kommt und genau das macht ja Spaß und genauso muss es ja auch sein. Also wir haben geiles Eishockey bis jetzt gesehen und schauen wir mal, wie die anderen zwei Drittel werden. Ja, lass es uns mal ein bisschen chronologisch aufarbeiten, das erste Drittel nach 11 Sekunden so einen Nackenschlag hinnehmen zu müssen. Die Eisbären haben es immer wieder gezeigt, mit solchen Rückschlägen umzugehen, aber jetzt auch in so einem Do-or-Die-Spiel, wie man ja so schön sagt, ist es dann doppelt bitter. Ja, doppelt bitter nicht, aber du machst halt den Fehler, dir springt die Scheibe über den Schläger oder du vertändelst sie, ich hab's jetzt nicht mehr exakt im Kopf, wie es war. Und dann kommt der 3-1-Konter, schließen die natürlich eiskalt ab. Guter Schuss, genau halb hoch an der Stockhandseite. Wenig Chance für Willigen zum Halten. Vor allem der erste Schuss im Spiel, du bist noch nicht drin, du bist noch eiskalt, kommst aus der Kabine, 20 Minuten keine Scheibe gesehen. Und dann gleich so ein Ding, also wirklich sehr gut gelöst von den Landshutern, hervorragend. Jonas, was auffällt in vielen der letzten Eisbären-Spielen, viele Torchancen des Gegners, gleich am Anfang in der ersten, zweiten Minute, auch viele Tore des Gegners. Woran liegt das? Bei den Auswärtsspielen sagt man ja dann immer, naja, du warst wahrscheinlich irgendwie noch im Bus, aber das sind dann so Reporter-Ausdrücke natürlich. Ja, da hast du die meiste Erfahrung, Armin. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Einfach vielleicht Überheblichkeit, vielleicht Leichtsinn. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beantworten. Wenn es wüsste, würde ich es versuchen abzustellen. Aber ich kann es nicht beantworten. Ich weiß es wirklich nicht. Wir brauchen einen Sportpsychologen für die ersten 1,5 Minuten. Philipp Vogel. Jetzt ist es so, die Eisbären haben trotzdem wie immer diese Moral gezeigt. Haben dann in der 6. Minute relativ schnell geantwortet durch Kyle Osterberg.
wie wichtig ist es dann auch wieder, natürlich, jetzt kommen wieder die Reporterfloskeln, aber wie wichtig ist es jetzt heute auch vor voller Hütte, man ist natürlich doch ein bisschen als Spieler nervös, dann ja, den Weg zurück ins Spiel zu finden und nicht das aus dem Kopf zu haben, den schnellen Nackenschlag. Extremst wichtig. Wenn angenommen Landshut würde das 2-0 schießen, dann hast du so viel mehr Druck und dementsprechend lauter werden die Landshuter Fans, leiser werden die Regensburger Fans. Das ist ein ganz natürlicher Weg und umso schwieriger und umso härter wird es, wieder zurück ins Spiel zu finden. Also das war extremst wichtig, den Ausgleich zu schießen und ja, wir hätten auch den Führungstreffer schießen können, meines Erachtens. Wir haben es halt nicht gemacht und das sind genau von dir angesprochene Chancenverwertungen, die bei uns einfach zurzeit richtig Mangelware sind. Armin, du hast es gesagt, auch der Gegner dann immer wieder auch vielleicht mit vielen Chancen und schnellen Toren, das 2:1 dann von Mühlbauer. Ja, wie sehr ist es dann auch immer wieder der Punkt, immer wieder auch im eigenen Stadion dem Rückstand hinterherzukommen? Ich schaue jetzt gerade nach, aber ich glaube, es war Daniel Bruch, der da in der Ecke hinten den Check bekommen hat und dann im Fallen noch die Scheibe in die Mitte spielt zu Mühlbauer, der Mutterseelen alleine steht, einfach vergessen worden ist von unserer Defensive und dann Willi tunnelt, also durch die Beine schießt. Es war schon gut gemacht von der dritten Reihe von Landshut, also überragende Arbeit, die haben sich das wirklich erarbeitet, das Tor. Vollkommen zu Recht, dann auch belohnt worden dafür. Aber da muss ich einfach sagen, da haben wir einfach auch wieder individuelle Fehler gemacht, die nicht passieren dürfen und die natürlich dann so ein Spiel entscheiden. Ja, kurz vor Ende des ersten Drittels dann Regensburg wieder mit so 1,5 Minuten, wo man sieht, sie geben Gas, da geht dann urplötzlich wieder was, da gelingen auch wirklich fast alle Pässe und dann kann man sich die eine oder andere Torschance dann noch erarbeiten. Ja, wir haben auch eine Chance mal vorbereitet aus der 13. Minute, das war wieder Osterberg im Zusammenspiel mit Schmid. Ist das vielleicht auch der Fakt, dass die zweite Reihe bei den Regensburgern mehr raussticht, weil die erste weggenommen wird? Ja, also was Marvin Schmid dazu sein aufs Eis zaubert, das ist einfach unbeschreiblich geil. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Es ist einfach Wahnsinn, was der Junge zurzeit zeigt. Also für mich einer der Top-Spieler aktuell mit seiner Ruhe, mit seiner Übersicht, mit seinen hochpräzisen Pässen, die er da spielt. Und dann auf Osterberg, den hat Krasner natürlich auch wieder gut gehalten. Aber das war schon hervorragend. Da könnte es dann auch 2-1 für uns stehen und dann schießt Landshut vielleicht das Tor danach dann nicht. Also das war schon hervorragend, wie die das ausgespielt haben. Vor allem auch in der Entstehung aus der Defensive raus. Das war schon echt sehenswert. Herr Maximilian Forster hat im Interview bei mir gesagt, er sieht Regensburg als die bessere Mannschaft, aber am Ende auch, vielleicht Armin, aus deiner Sicht, kann man sich dann wenig davon kaufen, wenn man wieder mit dem Rückstand in die Kabine muss. Sehr nett von Maximilian Forster, also vielen Dank, aber das sagst du natürlich auch leicht, wenn du 2:1 führst, vollkommen klar, aber ich finde schon, wir hatten die größeren Torchancen, also viel ist nicht Unterschied, aber ja, im Abschluss, Jonas, du hast es gesagt, fehlt uns im Moment auch das allerletzte Scheibenglück, das mal so ein hoher Schuss vielleicht reingeht ins Eck, der fliegt bei uns immer dann entweder an den Pfosten oder knapp vorbei. Vielleicht kommt das Scheibenglück im zweiten Drittel zurück. Am Einsatz der Regensburger und natürlich auch am Einsatz der Landshuter liegt es natürlich überhaupt nicht. Das ist allerhöchstes Niveau. Das wäre jetzt mal spannend, wenn wir auch so wieder die DEL so eine Heatmap hätten mit dem Puck, wo praktisch die Chancen sind und so weiter und so fort. Ich glaube, es würde so ungefähr 55-45% für die Eisbären stehen und ich muss Max da ein bisschen recht geben. Wir hatten die besseren Chancen, wir haben leider viel zu wenig draus gemacht. Landshut mit ihrer Offensivkraft eiskalt, haben die Chancen, die sie hatten, haben wir in der Defensive eigentlich gut verteidigt, haben nur Schüsse von außen gegeben. Dafür haben wir einen Willi, dafür haben wir einen Patrick, die Dinger dann wegfangen. Und im Endeffekt haben wir eigentlich das gemacht, was wir sollten, bis auf die zwei Szenen. Ja, sinnbildlich auch vielleicht die Szene vom Pol, der dann nochmal in der 18. Minute alleine auf Gratschner zufährt, das Ding leider nicht reinbringt. Also ich glaube, für das zweite Drittel, Jonas, ist jetzt alles möglich. Ich denke auch, die Eisbären werden jetzt mit viel Tempo aus der Kabine kommen. Ja, mit Sicherheit. Aber auch die Chance von Pol jetzt nochmal, was der Hegi jetzt da aus der vierten Reihe für einen Pass da nach vorne gespielt hat, das war auch wieder mal sehenswert. Über zwei Linien hin drüber, durch die ganze Defensive der Landshuter genau nein. Also das war auch wieder ein wirklich sehenswerter Pass eigentlich. Und der hätte 50-60% an dem Tor hätte er verdient gehabt. Aber mei, du hast halt da auch kein Brezensalz da hinten im Tor drin stehen, sondern jemanden, der was kann. Er ist ja Nationaltorhüter in der, ich glaube, Slowakei oder Slowenien, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ich glaube Slowakei. Also, um Gottes Willen, also das ist, wie gesagt, kein Brezensalz. Ja, das wäre unsere Analyse vom ersten Drittel. Jetzt freuen wir uns auf ein spannendes zweites Drittel mit hoffentlich vielen Toren auf beiden Seiten, tollen Fangesängen und super Zweikämpfen. Viel Spaß! Wir sind wieder zurück im Spray-TV-Studio. Das zweite Drittel beim großen Derby in Regensburg ist vorüber. Regensburg gegen Landshut 1:3. Jonas Leserer, ja, ein zweites Drittel mit zwei Gesichtern.
Ja, 100%. Zuerst die Eisbären brutal in der Drangphase und danach am Anfang des Drittels und zum Schluss Landshut mit einer sehr guten Drangphase und ja, so kann man es eigentlich sehr gut beschreiben, ja. Zwei Gesichter. Landshut war irgendwie in der Anfangsphase des zweiten Drittels nicht mehr so ganz konzentriert, Regensburg gut aus der Kabine gekommen. Ja, das auf jeden Fall. Dann hast du da brutale Chancen, kannst das nicht nutzen und im Endeffekt kriegst du dann einen doofen Konter, nenne ich es jetzt mal, wo man straft hätte, müsste, weil er sonst noch mehr Zeit hat und dann flutscht ihm einfach irgendwie durch, 3-1 Landshut. Aber du hast davor die Chancen gehabt, du hast danach die Chancen gehabt, genauso Landshut. Kann auch anders stehen. Ja. Also ich bin bei diesen Chancen der Regensburger hinter dem Landshuter Torhüter, dem slowenischen Torhüter gestanden. Ich muss schon sagen, das war schon klasse, wie der da reagiert hat. Ja, auf jeden Fall. Also der hat da brutale Dinge raus. Das muss man schon echt mal lassen. Aber da fiel halt bei uns auch der letzte Quäntchen Glück, der letzte Druck, der letzte Schritt Wille. Weil wenn ich die Scheiben halt, ich weiß ja, die Jungs können es ja. Dann im Spiel funktioniert es halt nicht so, wie es funktionieren soll. Mei, ist vielleicht das Glück, hat man dann in der Hauptrunde, dass wir die Pre-Playoffs geschafft haben und jetzt in den Playoffs hast du es halt vielleicht nicht, aber da ist halt einfach nur der minimale Klassenunterschied zwischen Landshut und Regensburg, den merkt man einfach noch, wo einfach da extrem viel Zweitliga erfahrene Spieler in Reihen der Landshuter und ich nenne es jetzt mal sehr viel Oberliga erfahrene Spieler und sehr wenig Zweitliga Erfahrung in den Reihen der Regensburger steht. Ich glaube, das Quäntchen, das merkt man jetzt aktuell. Die Zuschauer zu Hause sehen die Chancen durchlaufen. Sagen wir, es war einmal Heger, Pol, Trivino, wieder Pol. Du hast es angesprochen, es ist vielleicht auch der Unterschied der Qualität. Wirken die Eisbären vielleicht auch ein bisschen müde, ist jetzt das falsche Wort. Jetzt geht es ja doch im Zwei-Tages-Rhythmus. Landshut hat andererseits auf dem Spielberichtsbogen weniger Spieler stehen. Also ich denke, das Kräftethema darf man da noch nicht ziehen. Nee, das Kräftethema darfst du überhaupt nicht ziehen, weil wir spielen mit vier Reihen komplett durch. Die vierte Reihe mit Ontel Heger und wer ist noch drauf? Lukas Wagner. Die machen einen Bombenjob. Die haben defensiv, brennt da gar nichts an. Und wenn was anbrennt, dann spielen die Landshuter außen rum und die haben keine zwingende Chance. Also die dritte, vierte Reihe echt hervorragend. Also da überragend, was die Jungs einen Job machen. Also das Kräftethema, wie du es ansprichst, das darf gar kein Grund nicht sein. Der einzige Grund, den man uns vorwerfen kann, ist die mangelnde Chancenverwertung. Und das ist wirklich der einzige Grund, den wir uns vorschmeißen können. Das hat auch Heiko Vogel erkannt, hat dann nach 5 Minuten im zweiten Drittel die Auszeit gezogen. Ungewöhnliches Mittel hat man jetzt unter der Saison selten gesehen. Aus deiner Sicht der Zeitpunkt gut gewählt? Hervorragend gewählt. Also wirklich Kompliment an Heiko, dass er den Schritt zieht, weil das ist halt nicht so wie im Handball oder Basketball, wo du 2 Auszeiten pro Drittel oder pro Viertel hast. Dann hast du eine fürs Spiel. Und die dann in dem Moment zu ziehen, das zeigt von großer Kunst, seine Mannschaft nochmal ruhig zu stellen. Jungs, setzt euch hin. War scheiße. Machen wir jetzt besser. Abschütteln und nichts passiert. Glück gehabt. Fertig, weiter geht's. Und hat ja auch Wirkung gezeigt und alles richtig gemacht im Nachhinein. 2 Tore Rückstand der Regensburger noch wettzumachen. Braucht man das berühmte schnelle Tor jetzt im letzten Drittel? Alle Fälle. Nee, muss ich der Seite widersprechen, Armin, weil genau diese Schnelle, dieses Zwanghafte, du musst jetzt schnell ein Tor schießen, resultiert meistens genau im Gegenzug und dann steht es 4-1. Du musst jetzt wirklich geduldig spielen, du musst auf deine Chancen warten, die kommen werden. Da bin ich mir zu 100% sicher. Wir werden noch gute Chancen haben im dritten Drittel. Wir müssen jetzt defensiv hervorragend stehen, nicht nur gut, sondern wirklich hervorragend. Nichts mehr zulassen, alles vom Willi wegnehmen, der auch überragend spielt und im nächsten Schritt einfach dann noch das Quäntchen Glück und erarbeiten in der offensiven Zone und dann purzelt noch einer oder zwei rein und dann schauen wir, vielleicht kann man das Spiel auch drehen oder zumindest in die Overtime retten. Wer weiß. 20 Minuten, eine lange Zeit im Eishockey. Ja, irre lang. Wir haben es ja gesehen, 11 Sekunden reichen für ein Tor. Also wenn du das hochrettest, hast du 33 Sekunden für 3 Tore und fertig. Ist vielleicht auch ein Punkt, dass man jetzt auch wieder von der Strafbank wegbleiben muss. Ich glaube, so ein kleiner Turnover im zweiten Drittel aus meiner Sicht war die Strafzeit gegen Gulda. Gut, Thomas Gulda hat es anders gesehen wie der Schiedsrichter im Interview. Kann man jetzt drüber diskutieren. Also aus meiner Sicht ganz klare Behinderung, ganz klare Strafe. Hat er noch Glück, dass Pogo auch eine Strafe bekommt? Ja. Aber letztendlich war das so für mich der Wechselpunkt, wo dann Landshut das Momentum wieder gecatcht hat. Ja, gebe ich dir zu 100% recht. Ich muss aber jetzt auch immer mal sagen, Respekt vor den Schiedsrichtern, die machen eine herausragende Partie. Die haben also für mich haben die bis jetzt noch keinen einzigen Fehler gemacht. Vielleicht haben sie einen Fehler gemacht, wo der Gulasch dann den Helm verloren hat. Da hätte er eigentlich wieder aufs Eis dürfen, haben sie ihn wieder rausgeschickt. Das war vielleicht der einzige Fehler, aber das war so ein minimaler, also 0,0 Kritik an den Schiedsrichtern, die machen einen hervorragenden Job. Aber auch die Strafzeit von Gulda, ich habe mal kurz überlegt, er ist aber jetzt schön geflogen, aber im nächsten Moment dachte man so,
steht aber auch gut im Weg, der Gulda. Also kann man auf jeden Fall geben und war eine legitime 2 Minuten Behinderung. Genauso von ein paar Schuhen in der Ecke, waren grapscht unseren Spieler hier an der Schulter, zieht dann weg, dass er den Vorteil hat. Das ist ganz klar 2 Minuten Haken. Armin, wir haben es vorher gesagt, die Reportersprache. Dann kommt natürlich jetzt der Punkt, den man aus Regensburger Sicht nicht gerne anspricht, das 3:1. Gefühlt die wirklich erste gute Chance der Landshuter im zweiten Spielabschnitt. Kalt wie eine Hundeschnauze, oder die Landshuter? Ja, hat brutal wehgetan. Also das war fast ein Nackenschlag für die Regensburger. Ja, ich habe neben mir einen Landshuter Fan sitzen. Ich, keine Ahnung, was der zu tun hat, aber der sitzt dort und jubelt für das 3:1, schaut mich an und sagt, verdient haben wir es nicht. Und wenn du das hörst, und du weißt eigentlich, du hast wieder mal ein sehr gutes Drittel gespielt. Du hast wieder mal hervorragend gespielt und kriegst dann genau diesen Nackenschlag. Das tut so verdammt weh, weil du einfach so viel aufarbeitest, so viel opferst für dieses Spiel. Und dann, mei, aber das ist halt so. Das ist wieder genau dieses Quäntchen Wille, dieses Quäntchen Glück und vor allem auch diese Erfahrung, genau diese Nadelstiche zu setzen. Und das hat sich Landshut einfach auch über die Laufe der Saison erarbeitet. Wenn man mal sieht, die sind am Anfang der Saison waren sie irgendwo in den Top 3, sind dann abgefallen auf den 11. oder 12. Platz und dann wieder brutal nach oben gearbeitet und sind jetzt durch, ich nenne es jetzt mal blöde Zufälle, auf dem Pre-Playoff-Platz gelandet. Für mich gehört Landshut da nicht hin. Die sind weiter oben, die haben die Qualität, weiter oben mitzuspielen. Und alles gut. Also wir brauchen uns da nichts vorwerfen nach aktuellem Stand der Dinge. Das ist einfach genau dieses Viertelchen, sage ich jetzt nochmal, was Landshut in dem Moment einfach mehr hat, was Willen angeht. Ja, da hat das Momentum, wir haben es gesagt, nach dem 3:1 ein bisschen gewechselt. Landshut hat es dann auch geschafft, die Regensburger mal über eine längere Phase hinten festzuspielen. Thomas Gurt hat im Interview gesagt, wir müssen sehr viel investieren und sie bekommen dann eigentlich kein Payback, sagen wir mal so. Ist das jetzt auch wahrscheinlich dann, ich würde jetzt keinen Klassenunterschied nennen, aber doch den Unterschied in den beiden Mannschaften, der dann sichtbar wird? Ja, wenn du jetzt mal anschaust, die Schade, die wir hatten, die Kraschen auch wirklich sehr hervorragend pariert hat, das sind eigentlich hundertprozentige. Haben andere Mannschaften, die resultieren die meistens in Tore. Und das ist einfach noch das Grüne hinter die Ohren, wo uns einfach noch die DL2-Erfahrung fehlt, genau diese Nadelstiche dann zu setzen. Das ist eben genau das, was wir jetzt dieses Jahr als Lernkurve betrachten müssen, um dann nächstes Jahr umzusetzen. Und deswegen bin ich da gar nicht böse, dass er vielleicht nicht reinfällt, das Tor. Deswegen bin ich gar nicht böse, dass wir vielleicht mal jetzt daneben schießen oder dass der mal wieder nicht reinputzelt oder sonst irgendwas. Wir haben heuer eine geile Saison gespielt nach jetzigem Stand. Wir werden auch noch eine geile 20 Minuten spielen. Wir werden vielleicht auch noch ein geiles Spiel in Landshut haben. Aber es ist einfach meines Erachtens genau die Lernkurve, die uns jetzt genau aufzeigt, hier ist jetzt aktuell unser Limit und bis dahin geht's aktuell. Und ich finde, das sieht man in dem Spiel relativ schön. Schöne Schlussworte für die zweite Drittelpause. Regensburg liegt mit 1:3 zurück. Gibt es noch die große Aufholjagd? Gibt es noch ein Spiel am Sonntag um 17 Uhr in Landshut? Oder ist für Regensburg die Saison beendet? Ja, 20 Minuten haben wir noch Zeit und dann wissen wir es vielleicht.